Du hast ja einige Produkte von euch vorbereitet, die wir jetzt durchbesprechen. Wenn du bitte da dein erstes Produkt nehmen könntest und das eben verkostest und uns beschreibst. Ja, ich habe da jetzt eine große Auswahl an Produkten vorbereitet. Und weil wir eben schon bei den Geistern sein, dann würde ich einfach auch mit dem ersten anfangen, oder besser gesagt schon gleich mit beiden. Dann hat unser Zuschauer auch gleich die Möglichkeit, das besser zu verstehen. Also, was ich da rechts in der Hand habe, das ist unser Himbeergeist. Ja. Aus reiner Mazeration. Das wäre jetzt im reinen Geistverfahren dargestellt. Hat auch einen Preis bekommen auf der ISW. Das ist der Obstgeist 2023 des Jahres. Also die Qualität von diesem Geist ist hervorragend. Dieses Produkt aus unserer Privatlinie, das ist ebenfalls ein Waldhimber, kommt aber aus Destillation und Mazeration. Und der große Unterschied, finde ich immer, von diesen zwei Produkten ist, sie werden aus Himbeeren hergestellt. Natürlich der Himbeercharakter voll erkennbar. Das Schöne ist aber, dass ich beim Geist habe ich eigentlich die Stärke immer in der Nase. Das kennst du, Wolfram, wenn wir Geiste verkosten. Wir sagen immer, die springen die richtig an in der Nase. Der Raum füllt sich mit diesem Aroma. Wo sie natürlich dann immer Abstriche haben, ist an der Nachhaltigkeit am Gaumen. Dieses Gaumengefühl, das kann ihrer Geist nicht wirklich so bringen, weil ihm einfach die Sekundäraromen aus der Gärung ein bisschen fehlen. Und somit ist der Geist eigentlich immer sehr leicht durchschaubar, wenn ich nicht weiß, was es ist und wie kostet es. Und ob in der Nase diese volle Frucht und am Gaumen ist das sehr sauber und kurz, dann weiß ich, der ist im Geistverfahren. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, wie du schon angesprochen hast, aus Mazeration und Destillation was zu machen. Das heißt, ich gehe meine Himbeer erst an und spritze sie dann mit Alkohol auf und destilliere die dann. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich eigentlich beide Verfahrensvorteile, wie die sie fast nennen, vereint. Das heißt, ich habe einmal die Sekundäraromen aus der Gärung dabei. Die Sekundäraromen, da geben wir die Fülle am Gaumen, da geben wir dieses Nachhallen, also dieses Mundgefühl, das ich vielleicht im reinen Geistverfahren nicht so habe. Und trotzdem habe ich auch wieder die volle Nase. Also dieses Verfahren wende ich sehr gerne an, weil es mir einfach die Möglichkeit gibt, aus zwei verschiedenen Ideen das Beste rauszuholen. Verwendet ihr frische oder tiefgefrorene Himbeeren? Ich kann mir vorstellen, bei dieser Menge müssen es eigentlich gefrorene Himbeeren sein, oder? Geht ja nicht anders. Ja, vollkommen richtig. Wir verwenden natürlich gefrorene Früchte aus verschiedenen Gründen. Einmal, wie du schon sagst, wir brauchen da relativ viele. Und ich kann es einfach viel besser in der Logistik timen. Wann will ich die angeliefert haben? Wann habe ich in meiner Produktion die Möglichkeit, jetzt diese Tonnen an Himbeeren optimal zu mazerieren, zu vergären? Und somit greife ich sehr gerne auf Tiefkühlware zurück. Und vor allem immer gleichbleibende Qualität, die du steuern kannst. Das ist 80% des Erfolges. Das zieht sich wie ein roter Faden eigentlich durch die Destille bei uns. Wir geben sehr viel Augenmerk auf die Qualität der Frucht. Und das ist eigentlich immer die Basis. Das ist bei einem Williams aber auch nicht anders. Wenn ich eine gescheite Williamsbirne habe, dann brauche ich dann nicht in der Destille draußen zu zaubern, sondern ich muss einfach nur schonend destillieren und brauche nicht einen Kraftakt aufwenden in der Destille, über irgendwelche Techniken da noch was rauszuholen. Wichtig ist auch immer das Ausgangsmaterial und gerade wenn ich in Mazeration in Alkohol gehe, du musst dir vorstellen, der Alkohol, der entzieht man ja alles. Da entzieht man ja nicht nur das Tolle, sondern wenn da jetzt Blätter zum Beispiel drinnen sind, das kennst du auch für unsere Verkostungen, dann hast du plötzlich bei der Himbeere so eine grüne Note drin, so was Vegetatives, was eigentlich nicht reingehört, dann weißt du, okay, das war jetzt nicht so die perfekte Ausgangsfrucht, da war einfach Bestandteile drin aus der Pflanze, die eigentlich da nicht reingehören. Ist natürlich ein anderer Preis, wenn ich das nicht haben will. Und somit muss man da natürlich mehr zahlen dafür, aber ich habe halt natürlich ganz eine andere Qualität. Nicht zu vergessen auch die Sortenwahl bei diesen Früchten, weil für einen Laie ist eine Himbeere, aber für uns gibt es natürlich auch wie bei den Äpfeln verschiedene Sorten, verschiedene Länder auch, wo diese Himbeeren wachsen. Und somit haben wir uns da auch ein Wissen angeeignet, was für uns in Rona wie der Himbeergeist die ideale Sorte aus welchem Land ist. Ein Freund hat mir einmal gesagt,
ich meine, es ist die Wahrheit. Wir reden jetzt über Qualität. Qualität hat den Preis. Da sagt er, es ist so einfach. Eine Spiritose, das ist erlaubt. Du nimmst Alkohol, Wasser, Zucker, Aromastoffe, eine schöne Flaschen, eine schöne Etiketten und verkaufst es. Die meisten Leute sagen, super, aber eben die Eingefleischten, die sich auskennen, die wissen, was Qualität ist, würden sowas eigentlich nicht nehmen, sondern die würden sagen, ich will was Authentisches, ich will was Hochwertiges und was Hochwertiges, sprich genauso 100% Destillate, die haben einfach einen hohen Preis, weil die Frucht sehr viel kostet, die Verarbeitung sehr viel kostet, die Kosten rundherum sind einfach hoch und im Grunde genommen der Ertrag ist sehr, sehr gering für das, was die Flasche auch wirklich kostet. Deswegen eine reine Spiritosen für viele Leute ist eigentlich mehr oder weniger auch das Passende. Du hast ja noch einen Likör vorbereitet, einen Himbeer, oder? Genau, wir haben da einen Himbeerlikör vorbereitet. Der ist auch erst seit ein, zwei Jahren auf dem Markt. Bei der Likörschiene, da haben wir uns auch ein Credo zurechtgelegt in letzter Zeit und sagen dann immer, wir möchten, dass da immer was Destilliertes dabei ist. Und zum Beispiel in diesem Himbeerlikör ist die Basis unser Himbeergeist. Also wir fahren da jetzt, du warst ja selber in der Likörschiene, da kennt ihr ja rein auf Alkohol fahren mit Aromen versetzten Zucker und irgendwas anderes noch. Aber das machen wir nicht. Wir möchten uns da ein bisschen abheben, wir möchten auch bei diesen Likören ein bisschen hochwertiger auftreten und somit sein eigentlich in den letztgeborenen Likören, sprich Himbeere, sprich Pfirsich-Himbeer-Likör, ist immer eine Basis drin, die destilliert wurde in unseren Destillen. Also wir machen die Auszüge selber, zum Beispiel einen Ingwer-Auszug machen wir selber, einen Blutorangen-Auszug machen wir selber und so weiter. Und wieso machen wir das? Man spürt es einfach, wenn ich den Himbeerlikör trinke, da ist mehr dahinter als wir nur die Zuckerstärke. Also ich habe plötzlich ein Mundgefühl. Und der große Vorteil ist, man kann uns nicht so schnell kopieren. Also der Aufwand für unsere Konkurrenten, für unsere Mitstreiter, uns zu kopieren, ist relativ hoch. Ja, du lachst. Es ist aber wirklich so, dass wir sehr oft kopiert werden. Zum Beispiel, ich sehe da, du hast schon so ein Z44 Edition stehen. Ja. Den Ursprung Z44, der vor 8 Jahren auf den Markt gekommen ist, mit diesen Zirn-Gedanken, den hat man versucht, nur in Südtirol 4-mal zu kopieren. Das musst du dir mal vorstellen. Nur in Südtirol hat es 4 Alternativprodukte gegeben. Was haben die gemacht? Die sind aber nicht auf die Alpen gegangen und haben die Zirnzapfen geholt, sondern die haben mit Zirnaroma getrickst und wollten einfach dann günstiger aufs Regal. Was ist passiert? Der Kunde hat es bemerkt und hat gesagt, das schmeckt aber ein bisschen anders wie der Originale. Und somit sind alle 4 wieder aus dem Regal geflogen. Und das ist für uns zum Beispiel ein Beweis, dass nicht nur immer der Preis ausschlaggebend ist. Aber wie gesagt, also zurückzukommen aufs Likör, bei uns ist Credo immer eine destillierte Basis dabei, also immer Fingerabdruck von einer Brennerei. Wir sind keine Mischer, wir sind keine Blender, sondern wir machen Destillate immer noch in der Destille und das ist unser Credo. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ich möchte mich erstens einmal noch einmal bei der Familie Rona, bei euch allen bedanken für diese sensationelle Preisverleihung 2023. Alle waren begeistert, alle waren von den Socken. Ich kann nur sagen, hör mal, danke jetzt für die ganzen Erklärungen. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viel gelernt haben. Und wenn es wieder passt, sehen wir uns. Danke fürs Mitmachen. Auch bei Ihnen zu Hause möchte ich mich fürs Zuschauen recht herzlich bedanken. Für den musikalischen Ausklang sagt heute Humus. Sie haben den Sound auf Elbenschnaps vorbereitet. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.